ist erloschen. Und auch unsere Stimmen schweigen bisher. Wir müssen natürlich erstmal wieder reinkommen. Ne? Überall nach Runen und Symbolen suchen. Oh, oh, oh. RPG. Erst Storytelling. Also die Grundstory, um das vielleicht nochmal kurz anzureißen, ist die nordische Mythologie. Wir versuchen nach Helheim abzusteigen, um die Seele unseres Gefährten zu retten, der getötet wurde. Allerdings geht es in diesem Game von Seiten der Entwickler aus darum, ein gewisses Tabu im Gaming-Genre auch zu brechen. Und das nicht mit lustigen Rätseln und kleineren Spielchen und oder Kampfeinlagen, sondern unsere Hauptperson ist stark psychotisch, stark instabil, was ihre Psyche angeht. Das heißt, wir hören ständig Stimmen, wir haben auch eine große depressive Dunkelheit, die uns immer wieder heimsucht. Alles, was hier passiert, dient weniger dazu, irgendwie Odin auf die Schliche zu kommen oder die Wikinger zu verstehen, als vielmehr zu symbolisieren, womit viele Mitmenschen auch täglich kämpfen müssen. Und alles hat irgendwie einen sehr interpretativen Charakter. Und das Ganze ist so stark und gut dargestellt, dass im gestrigen Stream viele Betroffene aus unserer Community schon meinten, Digi, kann ich mir nicht ansehen. Kann ich mir nicht ansehen, bin ich sofort getriggert, kann ich mir nicht geben. Ja, also das ist, es ist strong. Es ist sehr, sehr düster, sehr, sehr strong, aber genau deswegen in meinen Augen auch ein sehr großes Kunstwerk. Und natürlich wollen wir auch wissen, weil die Story ist jetzt nicht so nebensächlich, wie es vielleicht gerade klang, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es an dieser Stelle weitergeht. Mr. O'Rourke, 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Auch mit Mr. O'Rourke geht es weiter. Und so haben wir den letzten Stream abgeschlossen, haben uns unseren größten Ängsten, unserer größten Finsternis gestellt, haben einiges Revue passieren lassen und sollten jetzt in der Lage sein, ein neues Schwert aus dem Weltenbaum zu ziehen. Aber das bleibt abzuwarten, ob das so funktioniert. Und ja, wir legen mal einen Gang höher ein, weil auch unsere Stimmen schweigen bisher. Und die versuchen natürlich auch immer, uns hin und her zu reißen. Ganz interessante audiovisuelle Möglichkeiten auch wurden hier genutzt. Dass wirklich die beiden Stimmen, eine links im Kopfhörer, eine rechts. Ja, also das ist wirklich, also hat mich gestern mehr umgehauen, als ich es erwartet hätte, muss ich zugeben. Und ich hoffe, dass wir den richtigen Safe-Slot gesetzt haben. Sonst dürfen wir nämlich durch einige sehr gruselige Momente nochmal durch. Wir schauen. Oder habe ich einen Stein vergessen? Ich bin mir nicht wirklich sicher. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Don't you? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. See it clearly now, Senua. The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. Okay. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get to you. Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold the sword. Hold your heavy strike. Unleash the sword. Neues Schwert. She's going to die. No, she isn't. She knows how to fight. She needs to focus in battle. Und auch unsere Stimmen sind sich nicht sicher. Halten aber die Schnauze. Focus now. Und wir müssen gleich wieder fokussieren. Oh! Und selbst das hält ihn nicht so auf, wie wir es gewohnt sind. Und sie kommen deutlich schneller. Okay. There's nowhere to run to. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone a secret
Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Ihr habt die Hände erst gar nicht gesehen. Die ganzen verbundenen Schicksale, die nach uns greifen. Suffering, Senua. Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Bisschen sehr geflasht vom Ambiente gerade. Uff, und es hört gar nicht mehr auf. Senua, go to her. Answer her pitiful call. The darkness took her life, and it will take yours too. It's taking you further and further into it. Surrender to the darkness. Darkness is here. Alles hat seinen Preis, hat uns gesagt. Unsere Mutter, ja, das Bindeglied neben unserem Gefährten. I need you. Help me. You're both dead. You both surrendered to the voices. Even your dear beloved mother was powerless against the darkness when it came for her. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? Ganz leichte Diablo-Eindrücke von dem Gesamtambiente. Wow! Wir sehen, dass unser Fokus auch immer wieder verloren geht. Und
jetzt die ganze Welt auch mehr mitnimmt als in den Kämpfen zuvor. Sogar. Oh mein Gott, drei, es werden immer mehr. Und unsere Stimme auf unserer Seite gerade warnt uns. Wollen Sie es aber auch wissen? Unglaublich krass, wie die Stimmen immer wechseln. Im Notfall sind aber sogar die für uns da. Haben wir auch oftmals lernen müssen. Aber ich nehme an, wir sollen hier weiter, wie auch immer. Denn hier war ja gerade ein Speichersymbol.
Ah ja. Manchmal sind sie kleinen Steine im Weg. Unglaublich kranke Darstellung. Und da ist Mutter. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. His words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. This darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. Mm-hmm. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. She gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help, a little hope. Ah. Wir haben unser Schwert, auch wenn das nicht gerade die einfachste Art und Weise war, um an eine neue Waffe zu kommen. Crazy stuff. Crazy stuff. Shadow Tommy und Mr. O'Rourke und Leon, vielen Dank für eure Subs. Vielen, vielen Dank. Hui, und wir haben wieder einmal über unsere Mutti, über unsere schönen Erinnerungen und über unseren Gefährten es ein weiteres Mal eben vollbracht, uns aus dieser Dunkelheit zu kämpfen, die uns schon so oft zu verzehren drohte. Und jetzt können wir bestimmt auch oben das Tor aufmachen und uns, ich weiß nicht, wem noch stellen. Wir haben schon so viele gottgleiche Wesen und dämonische Kollegen umgeholzt auf unserem Weg, um uns immer wieder aus unserem eigenen Loch rauszuschaufeln. Mal schauen, was als nächstes auf uns wartet. Lädst du das als Let's Play hoch? Ja, die Parts werden ähnlich wie bei Assassin's Creed, allerdings erst im nächsten Jahr auf YouTube kommen. Da sind sie wieder. Hallo. Hallo. Hi. Wow. We're back.
haben wir nicht vertrieben. Alter. Find's auch super interessant, dass ich für zwei weibliche Stimmen entschieden wurde. Warum auch immer, ist das der Normalfall? Oh, aber hat funktioniert. Sehr schön. Krass, ich bin auch relativ selbstsicher jetzt einfach hier hingegangen, weil wir ja letztes Mal durch das Tor nicht durchkamen. Weil unsere Stimmen sagten, geh weg davon, es ist ja deutlich zu laut. Also was auch immer uns da erwartet, ist anscheinend nicht so gut für unsere geistigen Begleiter. Mal sehen, ob wir einfach so reinkommen. Das Tor war vor kurzem ja noch versperrt von verschiedensten Runen. Aber wir kommen zumindest auch ohne Runenrätsel rein, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Hoffe ich zumindest. Okay. Into the Mountain. Erfolg erhalten. Und wir haben erstmal ein bisschen Story, vermutlich zu dem Mountain. Oder ein bisschen Berggeschichte. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rein. But Rein does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rein's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rein's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Oh. Okay, ja, anscheinend eher nicht Zwerge. Eher Drachenhort. Oha, Dekasjan, 7 Monate, dankeschön. Holla, das war bestimmt total die wichtige Random-Info und hat nichts mit dem Berg hier an sich zu tun, oder? Mit irgendeinem Drachen, der sich von Seelen ernährt oder von gefolterten, verbrannten Menschen in Käfigen. Und auch die Brücke ist kaputt. Okay. Über 7 Brücken und so weiter. Aber nicht über die zumindest. Ach man, vorne, ich grüße euch. Hallöchen. Schön, dass ihr reinschaut on this nice Samstag. Ich weiß nicht, sieht das... Ich werde nicht gleich als Nächster hier im Käfig hängen. Das wäre nicht das Ende der Reise, was ich eigentlich vorhatte. Aber die hält zumindest noch. Und ich habe eine neue Stimme gehört. Ich hoffe, die war auch im Spiel. Wer weiß, was man hier entwickelt. Momentan. Um Gottes Willen. Speicherpunkt und neues Tor. Die Stimmen flüstern sich gegenseitig zu. Die wollen gar nicht... Ah, jetzt. Wild beast guards Helheim. Garm is its name. And it knows you are here, Senua. It can smell your stink. Dillion's in here. Go. Run.
Stay in the light. What are you afraid of, Senna? How would you save Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. Tu es doch. Okay, let's go. Shit. Oh, das Licht, das Licht, das Licht. They're stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Okay. Von Licht zu Licht, wie wir es bisher auch in den Erinnerungsfetzen hatten. Das wird alles andere als nice. Ich nehme an, das Tor können wir nicht öffnen. Kann ich das irgendwie? Nein, da ist eine Kette drum oben. Das heißt, wir müssen außen rum. Ich spüre unseren Arm schwärzer werden, liebe Leute. Wegrennen war bisher nicht meine Paradedisziplin. Aber wir rennen erstmal vor zum Tor, weil auch da ist Licht. Die Frage ist nur, reicht das aus? To do. Your father wants them to go away, and he only hurts me to silence them. But he's gone now. They always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you to them. See them? Do you see their faces? She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill. Fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Voll nett, voll die rücksichtsvollen Stimmen, haben wir richtig Glück gehabt. Runenrätsel. Oh. Die Linke, Freunde. Ich erinnere mich an Fredon und den Pfeiler. Mal sehen, wir haben eine Fackel. Solange es jetzt hier nicht plötzlich regnet oder irgend so ein Takeshis Castle-Wasserfall über uns hereinbricht, kann das ja funktionieren. Frage ist nur, wie lange und müssen wir vielleicht auch kämpfen oder so? Mal sehen. Verschlossene Türen freuen mich momentan eher. Runenrätsel. Wer das vielleicht nicht kennt, wir suchen jetzt in der ganzen Umgebung diese Symbole und auf die müssen wir uns fokussieren. Wenn wir alle gefunden haben, das kann ein Kadaver sein, das können ganz interessante perspektivische Mittel sein. Wir hatten auch schon Licht und Schatten, wir hatten schon Brandspuren, wir hatten verschiedene Gebäude, die dann hintereinander aus einer bestimmten Höhe diese Zeichen ergeben haben. Und hier haben wir anscheinend einen nicht ganz so tollen Brunnen, der vor Leben trotzt. Und wenn wir in der Nähe sind, dann leuchten diese Zeichen auch auf. Okay. Bitte die Fackel möglichst weit oben halten. Uff. She'll have to go under. She can't. She has to. She can't. The torch will go out. Don't let the torch go out. Kann ich die nicht rüberreichen? The light's gone out. Na dann. Get through it as quick as you can. The panic is here. What was that? Unser erster Wettlauf.
Ich hätte gerne eine neue Fackel. Warum muss es immer der Tod und die Dunkelheit sein? Können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Wir müssen ja auch zurück zum Tor. You are nothing without the runes. Das könnte doch schon unser eines Zeichen sein, aber wir sind offensichtlich zu weit weg, um irgendwas zu fokussieren. Heißt, wir flitzen nochmal rüber. Oh, kann ich eine Fackel nehmen? Ist das dafür? Nein, es ist aus, ne? Okay, aber wir sind in der Nähe der Rune, die ich eben angesprochen habe. Aber wie es aussieht, auch nur in der Nähe, weil wir fokussieren offensichtlich nicht auf eine. Heißt, wir müssen die Fackeln anmachen? Ah ja. Eine Holzbrücke, okay. Dann können wir die ganzen Lämpchen anmachen mit der Fackel da vorne. Okay, let's go. Bisschen wie der Tyrande-Fight in Endzeit. Einmal bitte. Ah, wir konnten auch eben gar nichts sehen. Das war nur meine Spieleinstellung. An sich ist es zu dunkel. Aber wir machen einfach Licht an. Wie viel Sicherheit doch so eine Fackel geben kann, oder? Im 21. Jahrhundert. So. Okay. Sind immer noch nicht so richtig, wie ich das gerne wäre. Aber wir müssen langsam eigentlich eine der Runen etwas heller bekommen. Das heißt, wir müssen erst wieder auf die andere Seite. Das kann auch sein, soweit wie die Ps hier rumleuchten. Ich habe nur noch ein bisschen Schiss, dass gleich meine Fackel random ausgeht. Ich versuche gerade rauszufinden, ob es... Ja, es lag wirklich nur an dem Licht, okay. Ich bin mir fast sicher, dass es mit dem Torbogen zu tun haben muss, oder meinen Sie das Ding? Okay, das ist natürlich... Weil es reflektiert. Die Johns Schnee-Zitate sind auf jeden Fall real gerade. Oder findet Nemo. Du denkst vielleicht, du kannst das alles. Aber da irrst du dich, Nemo. Ich hoffe, den finde ich hier nicht, aber wir haben zumindest noch einen Storystein und müssen dann vermutlich wieder hoch, weil hier finde ich keine mehr gerade. Rian the Dwarf's sole desire
is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Reyn would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Reyn reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Reyn go in search of Fafnir. Hey, das alles mit nur einem Schwert, wenn das nicht toll ist, das ist eine Handwerkskunst. So, hier unten habe ich jetzt keine weiter gesehen. Insofern gehe ich jetzt einfach mal frech, wie ich bin, davon aus, dass oben die anderen sind. Obwohl das für nur eine von drei Runen vielleicht ein bisschen zu krasser Aufwand war. Aber man hätte möglicherweise auch einen anderen Weg zuerst gehen können. Vielleicht war das die große letzte und die anderen beiden springen uns jetzt wieder ins Gesicht. Das ist ja auch schon mal passiert. Und wieder ein anderes Mal hat es 300 Jahre gedauert, bis ich überhaupt eine hatte. Also können wir da noch nicht streiten. Geht zumindest voran. So. Mehr Dunkelheit. Und auch mehr Licht. Hier kamen wir ursprünglich her, wenn ich mich nicht irre. Genau, da war diese Tür hier zu. Aber auch hier drüben ging es noch weiter. Und da geht es noch weiter hoch, oder wie? Ich hoffe, hier liegen nicht gleich wieder Masken rum. Wir hatten auch schon ein Level. Da hatten wir Masken. Und wenn wir durch diese Masken geblickt haben, dann waren wir in einer anderen Realitätsebene dieser Welt. Und dann war die Brücke plötzlich ganz. Dafür war aber das Tor verschlossen und so weiter. Also ganz, ganz viele Elemente. Aber hier haben wir nur einen Story-Schrein wieder. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Ja, wenn du halt den Drachenschatz holst und der Drache sagt, nee, nimm mal nicht, bitte. Hätte ich vermutlich auch nicht gehört, ne? Bitte, nee, nimm mal den Schatz jetzt nicht hier und lass mich auch am Leben, sonst bist du verflucht. Ja, okay. Dann halt nicht, ne? Tschüss. Leider nicht so gewesen. Naja. Ich habe keine Ahnung, müssen wir noch weiter zurück? Hier war ja jetzt dann wieder unser Torgang. Da sind wir eben runter, das heißt, wir können eigentlich nur noch hier lang gehen. Und haben vielleicht auch hier, ah ja, noch weitere Abzweigungen, die alle total super aussehen. Aber da kann ich doch nicht runter, oder? Da ist zwar Licht, aber ich behaupte, da sterbe ich bei. Wir gehen lieber erstmal den anderen Weg. Vielleicht müssen wir uns da wieder reinretten, oder war das gerade vielleicht auch der Weg, den wir eben gegangen sind, dass wir runtergeschaut haben? Das kann auch sein. Spring ins Licht. Spring ins Licht. Ein Tor, was möglicherweise von der anderen Seite zu ist. Jo, auch das ist wieder nur ein Ausgang. Und hier ist auch noch eins. Und ich habe so das Gefühl, als wäre das bestimmt auch zu. Ja, da haben wir nämlich oben auch die Kette. Okay. Wir kommen irgendwie voran, indem wir rückwärts gehen. Finden aber dabei auch wiederum nicht wirklich was Neues. Ich möchte gerne nochmal anmerken, dass das Spiel es bisher nicht nötig hatte, von Jumpscares zu leben. Auch wenn das hier noch gespenstischer ist als so eine schöne Skyrim-Ruine mit diesen, wie hießen die, Dagauer-Typen. Gehen wir mal hier lang. Und es war bisher noch kein Rätsel oder Labyrinth derart schlimm wie das Freischalten des luziden Albtraums, aber ich pokere natürlich sehr hoch mit solchen Aussagen. Weil wir waren hier natürlich noch nicht drin. Und ich will auch nicht wissen, wen wir hier im Endeffekt bekämpfen. Ich habe da so eine Theorie, aber die gefällt mir selber nicht. Hier sind wir doch wieder an der Stelle, wo es ganz tief runter ging. Aber hier leuchten die Runen. Ich komme hier aber nicht runter. Das heißt,
Wir müssen außen rum, oder? Crazy. Crazy. Da sind nämlich mehr Fackeln. Und ich meine auch mehr Wasser. Wie super evil wäre, wenn wir jetzt so einen Ausrutscher hätten. Hinfallen. She's lighting the torch. It's not gonna help her. She's lighting the fire. Fight! Defend! Oh! Huch. Gut, dass ich die Fackel schon angemacht habe. Wow, mein lieber Freund, der ist aber flink unterwegs hier und wirft noch seine Axt. Und er hat selber auch eine Fackel, hör mal. Mr. Zombie-Wikinger hat Angst vor der Dunkelheit. Das gibt's ja gar nicht. Und er hat meinen Fokus wieder zerstört. Das ist auch nicht... Oh mein Gott. Das ist überhaupt gar nicht nett. Wir brauchen dringend einen neuen. Und da haben wir zum Glück auch einen. Boah, wie ihn der Fokus gar nicht stört. Damit haben wir Bosse zerlödet, problemlos. Na, hoch. Und dodgen. Und wir brauchen dringend mehr Fokus. Wow. Gibt's doch nicht, ihr Räudigen. Wir hatten noch eben erst den höllischsten Kampf. Ich fresse hier so viel Schaden gerade. Und mein Schwert lebt manchmal nicht in meiner Hand. Auch das ist höchst seltsam. Und komm weg mit dir. Boah. Wo ist er denn? Ah, hier. Das war nicht gut gekämpft, aber gut gefokust. Eins geht nur. Kein Multitasking. Gelöt hier in irgendwelchen Ruinen. So, will ich wissen, was passiert, wenn wir alle entzünden? Ich weiß es nicht. Vermutlich reflektiert dann wieder irgendwas für die Rune. Aber vielleicht kommen dann auch die weniger glücklichen Geister und suchen uns wieder heim. Das könnte auch sein. Aber bisher scheint es zu gehen und wir haben, glaube ich, auch nur die Runen in der Mitte gerade. Auch wenn noch nichts leuchtet. Irgendwas vergessen? Nein. Fackel, Fackel. Nicht lang fackeln, alles cool. Shia, Hallöchen und Karlin. Dankeschön für das Subgeschenk. Freut mich sehr. So, wir gehen mal hoch. Neue Perspektive, maybe. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, ob ich weiß, was ich sehen soll. Vielleicht müssen wir auch eine Ebene runter, zumal die Stimmen jetzt auch nicht wirklich einladender werden. Eine habe ich tatsächlich vergessen, ich habe mich doch extra nochmal umgeschaut. Wo steht die denn? Wo versteckt sie sich? Die ist an, die ist an. Die ist auch an. Und die habe ich auch angemacht. Hä? Oben in irgendeiner Ecke, vielleicht bin ich gerade voll zu blöd, das zu sehen. I don't know. Aber viel mehr Optionen haben wir auch, glaube ich, nicht. Oh, nee, ja, siehste? Das sind die Stimmen. Das sind gar nicht wir. Das sind die Stimmen. Die machen einen so ein kleines bisschen wahnsinnig. Was ist denn hier mit dem Teil? Kann ich hier irgendwas Cooles, Interaktives machen? Muss hier vielleicht nur fokussieren. Da ist doch das Ding, oder? Das ist doch unsere Rune. Ja. Sie hat es. Sie hat es. Sie hat es. Well done. This place. It reminds her of the isolated. Suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Klasse, das sind genau die Elternteile voller Verständnis, die man sich dann wünscht in solchen Momenten. Und das heißt, wir brauchen die letzte Rune noch. Bin mir nur nicht sicher, wo genau wir dazu noch hin müssen. Ich würde mal behaupten, da vorne ist zu weit, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Hier waren ja auch eine Menge mögliche Symbole. Und was mich am meisten irritiert, ist, dass es eben Speicherpunkt, dass es eben gerade ja auch nicht vorher die Runen angezeigt hat. Sonst wirbeln die ja immer so um uns rum. Aber hier passiert so gut wie gar nichts tatsächlich. Ich schätze, wir müssen schon in der Dunkelheit bleiben, oder? Wir gucken nochmal zu dem Punkt, wo ich nicht runterspringen konnte, obwohl das alle wollten. Warum auch immer. Ihr wollt vermutlich nur das Beste. Aber uns fehlt noch das, was ist das denn? Ein P. Ein P fehlt uns noch. Ist es hier vielleicht? Wait, ist es hier wirklich? Nein. Okay, das wäre jetzt schon 30 Mal rübergelaufen. Das wäre jetzt nicht ganz so unrealistisch gewesen bei meinem Blindschleichen-Spielstil manchmal. Aber hier kommen wir nicht runter. Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht runter. Vielleicht ist das so ein Schattending und wir können das wieder am Licht ausmachen. Zumal hier die Fackel ja schon brennt, aber egal was ich tue, nein, runter geht's nicht. Wir hatten ja mehrere Wege, also einen auf jeden Fall noch, wo wir da runter gucken konnten. Und die Tür blieb auch von der Seite zu, wenn ich mich nicht irre. Na, hier können wir wenig gegen machen, irgendwie Schloss schmelzen mit einer Fackel oder auch nicht. Vielleicht hat Olli ein P über. Das könnte sein, wenn er nicht gerade in irgendeinem Capri-Sonnencamp Fußball spielt. Dann ist das denkbar. So. Ich möchte ein P kaufen. Aber ich habe keine Ahnung. Hier oben? Nein. Da drüben mit der Fackel? Hier noch irgendwas anmachen? Wir haben aber auch nichts weiter auf der anderen Seite. Müssen wir vielleicht doch nochmal runter? Ganz unten war da das P? Viel mehr Optionen haben wir ja fast gar nicht. Das P muss man nicht kaufen, das muss man erdrehen. Und es zentriert sich ja auch gar nicht in der Mitte. Also wir sind ja an sich richtig. Und doch falsch. Cool, oder? Großartige Sache. Ach man. Dann würde ich sagen, wir gucken nochmal runter, wenn jetzt hier links nichts zusätzlich ist. Auch hier konnten wir ja ein bisschen schauen, aber nö, wir gehen nochmal runter. Weil ich denke, das ist genau der Punkt, wo wir das erste Mal aus dem Wasser gekommen sind. Und da war ich vielleicht noch etwas abgelenkt von dem Tod und Verfall um uns rum. Hoffe ich zumindest. Ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Dann habe ich nämlich keine Ahnung, wo es weitergehen soll. Und es ist anscheinend wirklich nicht der Punkt, oder? Ich hätte jetzt gedacht, das war hier. Aber hier würde ja die Fackel fehlen. Das ist höchst unangenehm. Sehr unangenehm. Da hinten war ja unser... Du musst hoch? Okay, wir müssen hoch. War hier unten nur das eine. Na gut, das erspart mir natürlich nochmal die eine Ecke. Retax, dankeschön für ein ganzes Jahr. Freut mich sehr, freut mich sehr. Das heißt, wir müssen schon oben. Dann müssen wir jetzt ausloten, wie wir da in dieser seltsamen Fallgrube oder was auch immer es sein soll, was machen können. So viele Optionen haben wir ja nicht. Wir haben keine Masken. Wir haben kein illustres Zeitreisen. Auch hier war, glaube ich, versperrt, wenn es jetzt noch einen Zusatzweg geben sollte. Nee, warte, hier war gar nicht versperrt. Da war dieser extra Storystein nochmal. Aber auch da war das Tor dann verschlossen. Und die Bestie, den Schatten, wird sich auch denken, ne, was der wieder macht. Ich wollte auch nur mal eben Mittag machen. Kann ich nicht. Jetzt muss ich den verfolgen. Das kann doch nicht sein. So. Aber da unten ist doch auch Wasser, oder nicht? Müssen wir doch ganz zurück und dahin schwimmen? Weil das ist definitiv die Stelle. Rechts ist auch nichts weiter. Oder weiter hoch, um da runter zu schauen? Das könnte auch sein. Vielleicht müssen wir nicht runter. Vielleicht müssen wir weiter hoch. Und da hatten wir hier drüben. Hier drüben hatten wir doch irgendwo auch den Turm, wo es weiter hoch ging. Aber auch nicht richtig, weil der kaputt war. Und das war auch sehr tricky. Hier war auch zu, nehme ich an. Die Türen haben nicht so Lust auf uns. Eine höher, sagst du auch gerade, ja. Die Frage ist nur, wo genau? Ich glaube, ganz zum Anfang zurück, das ist immer noch der falscheste Weg unter den falschen, wenn man so sagen möchte. Hier war unser Weg
nach unten, wenn ich mich nicht irre? Oder ist das wieder ein anderer? Junge, es sieht halt alles komplett gleich aus, ne? Es wird auch nicht schöner. Ah, hier! Guck mal, hier war der Aufgang, den ich zumindest meinte. Haben wir hier die Option, irgendwas zu machen? Nee. Da kommen wir doch nicht rüber. Oder geht's auch gar nicht richtig hoch? Tricky. Und so weit springen können wir auch nicht, vor allem nicht mit Fackel. Da hoch? Hier hoch? Aber da fehlt doch was Essentielles, oder? Oder bin ich zu blöd, ein Treppensystem zu durchschauen? Ist es wieder was Perspektivisches? Von unten? Wo du runtergehst, geht es hoch. Ich bin komplett confused. Meinst du jetzt hier? Oder meinst du bei dem anderen, wo es nur runtergeht, wo es so dunkel war? Andere Seite. Achso, andere Seite meinst du? Hier drüben. Und da, wo man runtergeht, geht es hoch. Hier quasi? In der Dunkelheit liegt die Antwort. Also bis ich das jetzt gefunden hätte, da wäre ich noch dreimal runtergelaufen, vermutlich. Dankeschön. Für diesen Typ. Da seid ihr die Stimmen in dem Moment, ne? Oh oh. Okay. Hier können wir zumindest was anmachen. Okay. Gegner? Ja, nein, vielleicht? Nein. Gut. Da ist wieder Wasser. Und da ist vermutlich auch das Wasser, was uns dann zu unserem Ziel bringt, was wir von oben die ganze Zeit gesehen haben. Habt ihr gestern auch gesucht. Ja, das war aber auch böse dunkel, also. Ich meine, hier ist zwar alles böse und dunkel, aber das war ja böse, böse. Das war ja böse Schwiegermutter oder Stiefmutter oder so, Märchenstyle böse. Hatten wir es hier gerade schon? Ist es hier von irgendwas oder müssen wir noch weiter? Ja, es war gerade so mega hell. Aber ich habe original gar nichts gesehen. Es sei denn, sie spielen jetzt hier wieder mit den Schatten rum. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Hier geht's ja weiter. Mal sehen, wie lange. Nicht so lange wie erwartet auf jeden Fall. Okay. Dann ist es vermutlich doch nicht die Richtung, in die ich wollte. Hier. Wow. Okay. Manchmal kann man sich auch blöd anstellen. Do you feel it? The beast is crawling into your mind, searching for weakness. Ja. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Tja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo es zur Tür wieder ging, dann wären wir auch schon einen Schritt weiter an der Wahrheit. Ah ja, da ist sie. Sehr schön. Slick, dankeschön für deinen Sub in diesen schweren, runenreichen Zeiten. It's a trap. Oh. The beast is coming. Whoa! Lauf, meine Gute! Oh, oh, oh. In the one you pined for Dillian. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back.
did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Immerhin haben wir ein Ziel. Schön. Neues Ziel. Besseres Ziel. Und ich hätte gern diese Fackel, aber ich krieg sie nicht. Die tollsten Sachen sind immer in greifbarer Nähe hinter einem Eisengitter, oder? Okay. Ich nehme an, aufgrund dieser lustigen Lichtverhältnisse ist die Bestie immer noch da. Oh oh, ist immer noch Thema. Und wir brauchen natürlich den Kopf, weil wo soll die Seele sonst hin? Wir brauchen ja, wenn wir die gefunden haben, ein Gefäß. Und wenn wir keine Wunderlampe haben oder genug Platz in unserem Körper, dann sieht das halt leider sehr schlecht aus. Aber zu unserem Glück konnten wir eben nicht nur durch die Wand schauen, sondern da drüben ist auch das Tor offen. Da unten ist ein sehr schöner Zaun, der komplett unbeschädigt ist, um was auch immer in Zaun zu halten. Ha. Mega Joke. Eine neue Fackel, das freut mich sehr. Wobei sie auch da wieder... Halt gerade sagen, so eine Scheinsicherheit kreieren. Weil die ging ja eben einfach aus, wenn er will. Ich hoffe, es hängt nicht an der Decke. Hatten wir bei Darksiders ja. Vor auch gar nicht allzu langer Zeit. Und dieser Wasserfall wird mich doch jetzt komplett richten, oder? Bitte halt die Fackel richtig, meine Güte. Dankeschön. Was man hier nicht alles achten kann. Verrückt. Oh, hier kommen wir vermutlich auch nicht weiter. Es ist ja nicht aus einem rauszukriegen. Ich gucke auch immer noch so in Ecken und Kanten und denke so, da könnte ja eine Kiste sein. Oder irgendein, weiß ich nicht, irgendein Material für Handwerker. Aber ist ja alles überhaupt kein Bestandteil des Games. Und nur ein großes R als Rune. R, warte, Darksiders, habe ich alle drei Teile gespielt. Ja, sogar sehr früh Let's Played auf meinem Kanal. Und mit die ersten Projekte. Oh! Und wir haben hier auch ein Projekt, wir beide, jetzt. Ich hasse Schilde. Ich hasse wirklich Schilde. Ob es Borderlands ist, ob es WoW ist, ob es hier ist. Und ich glaube auch in Darksiders hatten wir Mobs mit Schilden. Sehr ekelhafte Angelegenheit. Und ich weiß auch nicht, ob ich meinen Fokus jetzt schon rausböllern möchte. Wer weiß, wer hier gleich noch wieder auf uns lauert. Ja, und weil das mit die ersten Projekte waren, habe ich mich dann, als der dritte Teil kam, auch entschieden, den zusammen mit euch quasi im Stream zu zocken. Aber das Neue, was da jetzt mit Genesis und so rauskam, Hashtag NotMyDarksiders, keine Ahnung, überhaupt nicht verfolgt, Release völlig verpasst. Das fand ich sehr, sehr schade. Und auch der dritte Teil hat mir schon nicht mehr so gefallen, weil das stellenweise mehr an Dark Souls als alles andere irgendwie erinnert hat. Aber ja, an sich sehr schöne Reihe. Sehr gute Zeit mitgehabt, sag ich mal. So, jetzt ja, come on. Ja, es trifft immer nur ein Hit. Und auch das Schild geht nicht kaputt. So, jetzt aber. Okay, und direkt der nächste. Fast damit gerechnet. Und auf Wiedersehen. Hallo. Oh. Da habe ich zu lange ausgeholt gerade. Noch einer. Natürlich, gleich von hinten hier. Der liebe... Ach, der wieder mit den Schädeln auf dem Rücken. Und dem Brenneisen. Das ist ein übler Gesell. Da müssen wir sehr nervösen Finger am Ausweichen haben. Hat er nicht auch noch was geworfen? Ich glaube, mein Fokus muss ich mir auch aufheben. Wow. Für den Fall, dass er gleich diesen nämlich macht. Dann sind wir vorbereitet. Stich, mein lieber Freund.
Da ist zwar unsere Waffe nicht, aber sie macht das trotzdem. Egal, ob Orks in der Nähe sind oder nicht. Noch einer. Normaler. Oh, auch der ist aber in den Schatten versteckt hier. Das gibt's ja nicht. Auf Wiedersehen, mein Freund. Kleiner Uppercut. Und der nächste. Und auch du bist weg. Langsam wieder ein bisschen besser drin auch im Kampfsystem und in den Movesets. Wir haben, oh nein, wieder ein lustiger Zweihorn-Willi mit brennender Waffe und Extraschädeln auf dem Rücken. Aber auch dich kriegen wir, mein Freund. Oh, das war wieder die Fokuszeit, die wir jetzt brauchen. Und schön drauf kann man. Oh, da war er. Nochmal mit einem Angriff in der Luft. Und wir sind durch. Fackel bitte. Schnell. Bitte schnell. Ach man. Dark Souls 1 bis 3. Oh mein Gott. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das niemals bei irgendeiner Abstimmung Thema wird. Ich bin sehr, sehr schlecht in solchen Games. Auch immer ein bisschen Hack and Slay und Runenrätsel natürlich. Keine weiteren Infos. Nur das R. Okay. Wir werden es erraten. Oh, hier hängen schon die nächsten. Ohne Bein. Und das auch noch ohne Beine. Oh, oh. Hier geht's eine Treppe hoch. Mal sehen. Perspektive vielleicht. Genesis ist eher ein Ableger, also offiziell kein echter Nachfolger sein. Ja, aber ich weiß gar nicht, wozu es den gebraucht hat. So, das ärgert mich ein bisschen. Da hätte ich lieber einen schönen Trailer für ein neues Darksiders in so und so vielen Jahren bekommen oder so. Ist es was mit den Knochen? Nein, die liegen zu weit auseinander, oder? Das könnte nie ein R werden. Wobei auch gerade die hier unten halt fast ein bisschen zu seltsam auseinander liegen. Belastend. Aber wir werden ja auch nicht grundlos hier oben rumlaufen können, oder? Geht's hier noch weiter? Hier geht es rum, oder was? Und hier waren auch gerade die R's. Hier durch? Hier durchsehen irgendwie? Nein, oder? Gut, dass wir nichts abbrennen können. Dass da keine, wie heißt es, Kollisionsabfrage ist oder whatever. Und hier ist es so dunkel. Da sollen wir vielleicht auch gar nicht durch. Aber hier sind die R's. Hier schweben sie, wenn wir hier lang gehen wollen. Heißt vielleicht zurück, doch nochmal Richtung Wasserfall und Co. gucken. Könnte ich mir spontan jetzt zumindest vorstellen. Vielleicht andere Zielgruppen ausloten. Das kann schon sein, aber ich finde es immer schwierig, wenn man dann sowas macht und quasi die bisherigen Fans von Genre und Game und Charakteren dann in meinen Augen so ein bisschen vor den Kopf stößt, ne? Ich meine, das Studio hatte, glaube ich, auch seine Probleme. Und jeder ist ein Blizzard oder ein EA und hat da 70.000 Game-Möglichkeiten und Launcher-Software und so. Aber wäre auch krank, wenn Blizzard jetzt nur WoW hätte und sagt, wir machen jetzt mal einen Shooter draus mit dem nächsten Add-on. Have fun. Das finde ich immer auch ein Stück weit schwierig, aber bin ich auch nicht weit genug drin, um das richtig beurteilen zu können bei den verschiedensten Spieleschmieden, um ehrlich zu sein. So, oh! Das könnte doch interessant sein, oder? Hier mit der Fackel ein bisschen Licht machen? Oder bin ich ganz falsch und es ist hinter uns? Es könnte auch irgendwas mit Licht und Schatten wieder sein. Wir haben hier einige gerade Strukturen. Ein R möchte ich kaufen. Das Holz verwirrt mich eigentlich am meisten. Weil das ja schon so ein Stück vom R hat, wenn man es so sagen kann. Vielleicht müssen wir hier ins Licht treten. Und von da aus gucken. Aber vermute ich eher nicht. Licht anmachen. Hätte ich oben noch eine Fackel... Ah! Wir müssen da oben eine Fackel anmachen. Und dann wirft das vielleicht den Schatten. Das könnte sein. Dass ich hier wieder verpennt habe, was anzumachen. Das ist auf jeden Fall denkbar. Ist ja leider kein Schalter zum Klatschen oder so. Weil hier war ja eine Pfanne, ne? Ich bin doch hier um eine Pfanne rum... Ahahaha! Ja. Manchmal muss man... Ah! Gucke da. So ein bisschen mitdenken. Und dann haben wir jetzt hier irgendwo... Aha, so rum wird da nämlich ein Schuh draus. Sehr schön. Warum auch immer das jetzt von der Seite ging, weil ich behaupte, es ist relativ schwer, das hier zu sehen, aber wir konnten es uns hier gerade von der anderen schon zurecht rein. Xertuyo, hallöchen. Easy Boys, einfach so Rundumblick, ne? Wie so ein Wellensittich, so hüt, hüt, hüt. Kurz mal umgedreht den Blick. Die Hex, Mann. Die Hex, Bad Bang, hi. Okay. Ich frage mich, wann gleich die nächste Schattenphase auf uns runterkracht, weil es ist gerade so ein bisschen so... Ah, ja. So ein bisschen freudige
Ja, ich will nicht sagen freudige Stimmung, aber so, wir sind auf dem Weg, wir haben unser Licht. Ja, wir haben keine Wahl, ne? Wir haben keine Option. Nö, mehr haben wir ja nicht dahinter. Ja, dann müssen wir da durch, meine Gute. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Oh, ein langer Tunnel. Da war doch eine. Ja, Gottes Willen. He was trying to save her from the darkness. Zimbel was right. Zimbel was trying to save her from the darkness. But she wouldn't listen. Stupid. And now everybody is dead. Because of her. It's all her fault. All her fault. Weak. She should have known. She should have thought. Why doesn't she learn? Well, she learns. Now the darkness has Dillian's soul. And it will take it and never give it back. She can search and search, but she will never find it. She's let the darkness in. It's the end. The darkness will take her like it took her mother. She can't resist. Pointless even trying to retrieve it. She's Oof. Lost. Where is she going? She's got to go deeper to find the head. Deeper towards the darkness. The beast is there. Beast is luring her deeper, deeper into the darkness. Beast, deep, deep down. The beast has the head. She's got the head. She will be trapped. The beast has the head and he's using it. Once she gets down there, she'll never come out. It's luring her down. The darkness will take her like it took her mother. Deeper and deeper. The beast knows. The beast knows exactly where she is. She's falling for it. She falls for their tricks every time. Plays into his hands. Oh my god. Where's Galina? She was never here. Es wird auch nicht besser mit den beiden. Ja, im Gegenteil. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. The darkness killed your mother. Uff. Where is she now? Where is she? She's here. Happened to her. Und sie sind direkt wieder da. Und jetzt sind sie ruhig. Nein. The darkness took your mother and it will take you. Eventually. What really happened to her? Your mother was weak like you are. Her mother was weak like she is. So weak. The darkness took her and it will take Senua too. It's just a matter of time. She just lets the darkness in and lets it take over. You've got to be stronger, just like her mother. She's got to do it. What if this is another trick? It could all be a trick. Her mother was never here. It could all be. The lights run out. She'll die. She has to do it. She can't. She'll die. She has to. She can't. She's going to go through. Wow. The light will run out. The light will run out. The darkness will swallow. And she'll die. Ich glaube, ich habe so eine Idee, wo wir die Rune gleich finden. Naja, mehr oder weniger auf jeden Fall. Gibt's auch in VR, definitiv, wäre aber auch nichts für mich. Gab's nicht Resident auch das neueste in VR? Da bin ich auf jeden Fall raus. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu unserem Arm.
Das ist die Symbolik dieser Fäule, dieser ganzen Dunkelheit, dieser Finsternis, die uns heimsucht. Und jedes Mal, wenn wir sterben, nimmt die eben zu. Sollte die unseren Kopf erreichen, haben wir verloren. Dann sind wir Game Over, auch wenn ich das noch nicht ganz glauben kann, weil man ja auch nie genau weiß, was ist Game Over, wenn man sowieso in der Totenwelt unterwegs ist. Was ist Game Over, wenn vielleicht die Hälfte davon sowieso nur in unserem Kopf passiert. Ja, ganz schwierig. Und ja, sieht nach gestern nicht mehr ganz so gut aus, der Arm. Wie ein Death-Counter im Grunde, genau. Trix, danke für 4 Monate. Dankeschön. Und auch wieder spannend verknüpft mit dem Ganzen eben. Und nicht nur so eine Anzeige irgendwie in der Ecke. Und möglicherweise finden wir jetzt im Folgenden ja sogar raus, warum das eben dann ein Problem werden könnte ab einem bestimmten Punkt. Ich schätze, es wird nicht einfacher, jetzt der Bestie zu entkommen mit den folgenden Schritten. Wir haben hier aber weitere Drachenstory, nehme ich mal an. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Ich finde es auch mega, dass es komplett Standard für ihn war. Dass er dann die Vögel versteht und dass er dann auch sagt, ja. Du, was die Vögel sagen? Warum sollten die mich belügen? Ja, warum sollten die Vögel Mist erzählen? Ich fütter die ja immer im Winter. Naja, also wir werden da durch müssen. Ich sehe da eigentlich auch eine Menge Licht, oder träume ich das? Und wir scheinen hier ja auch in der Nähe der Rune zu sein. Wir müssen bestimmt nur wieder ein bisschen weiter hoch. Beziehungsweise die Perspektive wechseln, dass wir hier über diese beiden illustren Elemente diese Rune bekommen oder projizieren die noch woanders hin. Nicht, dass wir uns hier selber tricken, nee. Weil das ist ja kein Zufall hier wieder mit dem Licht. Das war jetzt ständig hier Thema. Nicht zuletzt, weil es uns eben rettet. Ich kann nur auch überhaupt nicht sehen, wie es hier hinter weitergeht. Hier rechts, ist da irgendwas? Ich weiß nicht mal, wo lang. Das ist mein Problem. Und wir hören die Bestie ja auch schon wieder rumlauern und rumkeifen. Naja, aber wer nicht wagt, der nicht gehunt, hat man ja immer gesagt. Insofern, ja, let's go. Juhu, wir gehen mal hier lang. Faster, keep going, keep going. Get up! Oh. What are you doing? Anscheinend nicht völlig falsch. Sicher, dass sich das Licht wirklich rettet? Ich weiß nicht, was mich hier wirklich rettet. Ich weiß nicht, ob man in meinem Fall überhaupt noch von Rettung sprechen kann. Und wenn ich mich hier so umgucke, dann, naja, fast richtig. Okay. Ich hätte auch geradeaus rennen können. Heißt das, ich hätte geradeaus gewusst. Und da komme ich doch nicht weiter, oder? Da ist doch zu. Da unten irgendwas? Nein, auch nicht. Von hier können wir auch nichts sehen. Da ist nur kein Licht mehr. Gibt es da Jumpscares oder sowas? Bisher zum Glück nicht. Bisher kam es sehr gut ohne das aus. Ich kann dir allerdings nicht sagen, was passiert, wenn ich gleich wieder in die Finsternis trete. Und dann das Monster uns kriegt oder so. Tja. Aber da geht's doch auch nicht weiter, oder? Da ist doch ein Tor verschlossen. Und ich habe halt keine Fackel mehr. Nur Eisenkäfige und Leichen. Heißt das, ich muss zurück? Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Trau mich noch nicht. Muss mal noch überlegen gerade, was jetzt ist. Weil warum sollte hier denn diese Position sein, wenn es hier nichts zu erledigen gibt? Es sei denn, ich kann hier ein Licht anmachen und muss vorher da geradeaus hoch, um irgendwie das Wasser umzuleiten oder so. Aber auch solche Methoden hatten wir bisher ja eigentlich noch nicht. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal zurück, kurz im Licht ein bisschen Kraft tanken und dann geradeaus hoch oder so. Das könnte natürlich auch sein. Dreadmaster, Dark Tiger, Hallöchen. Tja, weil hier kann ich ja nichts machen.
Gut, wir probieren es mal. Oh oh. Ich habe starke Bedenken. Und ich hoffe, ich komme hier jetzt einfach wieder in der Seite raus ins Licht. Ja. Toll. Was denn jetzt? Wir machen mal die Fackel erstmal wieder an, bevor wir uns bewegen. Um Gottes Willen. Wir müssen den Nippel durch die Lasche ziehen. Das glaube ich nämlich auch. Aber da geht's doch lang, oder? Es geht da doch geradeaus weiter. Ich würde mich da gerne vergewissern, bevor ich da reinrenne oder instant krepiere. Aber es sieht so aus, oder? Es ist ja nicht verschüttet. Meine Fackel ist doch drüben. Kann ich die ja nicht rüberwerfen, dann wieder aufheben? Vermutlich nicht. Ach man. Naja, dann probieren wir es jetzt mal geradeaus. Mit welchem Ausgang auch immer. Kann auch sein, dass ich schreiend umdrehe und sterbe. Mal sehen. Okay, 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 okay. Das scheint nicht so in der Sache zu sein. Ich glaube, geradeaus scheidet aus. Geradeaus ist leider geradeaus. Lol. Ist oben vielleicht noch was? Können wir ganz oben was verändern? Und kommen wir überhaupt wieder hoch? Weil wir hatten hier ja auch noch einen Gang. Vielleicht sollten wir diesen Gang hier auch gar nicht oder den Rückweg komplett außer Acht lassen. Wer weiß, was hier auf uns lauert. Vielleicht sollen wir genau den vergessen, indem wir nur da vorne rumkriechen. Das kann auch sein. Dark Tiger, das freut mich sehr zu hören. Ich danke dir. Das freut mich sehr. Ist da... Ah ja, guck mal. Da ist nämlich unsere Brücke, wo wir eben schon standen. Da standen wir eben schon. Also scheint das ja schon mal nicht völlig... Ist das bedrückend hier. Es sind sehr dunkel. Scheinen wir ja nicht völlig falsch zu sein. Es sei denn, das ist jetzt unser Ausgang. Oh! Getrickt? Ich habe dieses Loch überhaupt nicht wahrgenommen beim letzten Mal. Ach, gucke. Naja, manchmal muss man eben auch die anderen Wege zu Ende gehen. Ja. Ich weiß nicht, was ich denke. Seid ruhig. Ich weiß noch nicht, wo ich hin möchte. Aber jetzt können wir hier ja eigentlich erstmal lang gehen. Um irgendwas zu tun. Oh, hallo. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Ah. Oder noch weiter hoch? Noch ein Licht anmachen. Und dann wieder mit dem geworfenen Schatten. Wow. Cooles Rätsel. Sehr gut gefallen. Da ist es. Da ist unsere Rune. Sehr cool. Sehr cool. Okay. Ja doch, ruhig gut, Mensch. Jetzt können wir hier unsere Rune aktivieren. Okay. Sehr cool. Hätten wir auch das, dann können wir hier jetzt auch nochmal durch. Und hier wieder anmachen. Zack. Sehr gut. Okay, das war cool. Das war wirklich cool. Lehrenheld, auch sehr cool. T2, 22 Monate, dankeschön. Ah, 22 Monate bist du nur ein Teil meiner Familie. Danke dir dafür, Bro. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Und wir öffnen das Tor. Voller Dankbarkeit auch für das gelöste Rätsel, bei dem ich mich zum Glück an diesen kleinen Gang erinnert habe. Ansonsten... Dillian. She can't help but think of him. Tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Okay. Ja, wir gehen gleich runter. Ich möchte gerne die Drachenstory noch weiterhören. Sigurd learns that Brynhild had once disobeyed Odin, and so he had her punished. Stuck her with a sleek thorn and put her body within a rampart of burning shields. Only a man who knew no fear would ever reach her. But like me, Sigurd is fearless and passes through the flames just as I did and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help, runes for perception and power.
Like Sigurd, the greatest young warrior of the North, you must learn the secrets of the runes to fight amongst the gods in hell. Ah, und das tun wir ja zum Glück. Ansonsten wären wir vermutlich noch vor dem ersten Tor. Ach, und gucke, auch die Damen haben fertig geschnattert. Einwandfrei. Viele hatten nicht so das Glück mit der Fackel, wie es hier aussieht. Und hier haben wir ein schönes dunkles Loch, in das ich sicherlich rein darf, oder? Natürlich. Oh, Fackel ist an. Oh, das sah aber nicht so gut aus. Ich weiß manchmal selber nicht, warum ich gucke, ob irgendwas hinter mir steht. Mehr Hände. Mehr Hände, die nach uns greifen. Bitte nicht nach meiner Fackel. Bitte nicht schubsen. Ich habe Asgard-Joghurt im Rucksack. Ich hoffe, die sehen nicht, dass ich gar keinen Rucksack trage. Wasser. Da kommt doch gleich die Panik. Come on. I'm coming for you. Oh. I'm coming. Come on, we can do it. I can't see the light. Dillion, I see you. The beast has Dillion. No. Oh. You're not taking him from me. I warned you, Senua. I can smell you. No. You betrayed your god. I am leaving with him. You turned your back on me. That is why Dillion will rot in hell. Nein, wirklich? Oh mein Gott! Wie soll ich... Okay, funktioniert schon mal nicht. Funktioniert auch nicht. Kann ich gewinnen? Vielleicht mit dem Fokus, vielleicht von hinten dann. Hinter das Bein, so Olifanten-Style, wie das Tier. Nein, wir hauen mal Fokus rein. Geht es jetzt? Oh! Tatsächlich, mit Fokus können wir ihm Schaden zufügen. Dann nehmen wir mal die dicken Hits hier. Come on. Jawohl. So, da ging noch ein bisschen was zu Bruch. Holla. Verdammte. Oh nein. Oh nein. Wow, was ist dieses Kampfmodell? Oh mein Gott. Alter. Das ist der Stoff, aus dem fucking Albträume sind. Oh mein Gott. Kann ich fokussieren? Yes. Und damit brechen wir das auch gleich auf hier. Und komm, schön jetzt Uppercut. Und nochmal. Jawohl. Sehr gut. Oh mein Gott. Ed? Was schleudert er uns jetzt entgegen? Und von wo vor allem? Wow. Okay. Wow. Wow. Was für ein Fight. Alter. Okay, das Angreifen kann ich mir aus jeder Perspektive sparen. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass er seine Finsternis wieder kanalisiert, dass wir dann den Fokus als Counter direkt auspacken können. Aber, wow, momentan hat er noch nicht so Lust drauf, wie es aussieht. Riesiges Zombie-Wildschwein. Erinnert mich ein bisschen an Prinzessin Mononoke. Einer der mitersten Anime-Filme, die ich damals, glaube ich, gesehen habe. Holy shit. Und da war auch so mit Waldgöttern und riesigen verdorbenen Hirschen und irgendwelchen Zombie-Maden und Flüchen. Ach, keine Ahnung. Haufen kranker Scheiß. Come on, wir ziehen jetzt einfach mal rein hier. Irgendwie kanalisiert er ja doch keine Dunkelheit. Obwohl wir so schön drauf warten. Ab mit dem Kopf hier, was ist los? Na, doch nicht. Okay. Ah, jetzt doch wieder. Oh nein. Er hat nur drauf gelauert. Oh mein Gott. Okay, Klammer. Ich bin immer nur am Rollen gerade. Versuche alles irgendwie zu dodgen. Ohne irgendwas zu sehen. So, Fokus. Let's go. Zack. Dodgen. Weiter. Der hat gesessen, wie es aussieht. Okay. Oh oh. Oh mein Gott. Oh shit. Wow, dabei hat er so niedliche Augen, oder? Wie ein kleines Babywildschwein. Oh Mann. Phasenwechsel. Wow. Oh oh, zurück. Okay, come on, wo kommt er?
must find him now. Er muss ihn finden. Ich soll ihn finden. Wow. Oh mein Gott. Focus und go. Come on. Ran an das Viech. Und weiter drauf. Come on. Schön. We did it, boys. Puh. Hoffentlich. Bleib mal an der Tastatur. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. The shadow. Listen. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. And take me to he wants her to trust him as deep as we can go. No. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Ja, ich will nicht sagen, ich bin noch verwirrter als eben. Hat mich gerade an diverse Millennium-Puzzle-Szenen von Yu-Gi-Oh! Erinnert. Mit 1000 Türen. Nur, dass alles in unserem Kopf und nicht in einem Puzzle ist. Aber vielleicht ist das auch ein Puzzle, das größte der Welt. Und wir sind irgendwie entkommen, haben die Finsternis zurückgeschlagen. Und sind jetzt oben, draußen. Da, wo wir hinwollen. What? Hallas Gate. Hallas Gate. Hallas Gate. She's there. Mother. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hallas gaze. Searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delian. I will fulfill my vow, whatever the cost. Okay. Ich hab nur keine Ahnung, wie wir das anfangen wollen. Aber wir werden es natürlich versuchen. Hella ist powerful. She must defeat
fight, or she must go back. She must find another way. There is no reason. There has to be. She can't fight. Turn back. She must find. She has to. Odin's. She's strong enough. Is she strong enough? She's strong enough. Are you strong enough? She's strong enough. She can't. You're strong enough. She's not. Senua is strong. Yes, she is. She's not. She's strong enough. Hela has defeated her twice. She can barely walk. Schön, wie sie erst wieder überhaupt nicht auf unserer Seite sind und dann, ja, doch, doch, kann man machen. Komm, du schaffst das. Das ist unfassbar krass, diese Darstellung, dieses Hin- und Herreisen. Ist einfach heftig. Ist wirklich einfach heftig. Ob das ihr Vater war oder nicht, das Monster, so symbolisch, ne, wie Mebio das schreibt, das ist immer die Frage, wo fängt das Reale an? Ja, oder das für das Game, für die Mythologie, Mythologie, Reale, wo sind wir wirklich nur in unserem Kopf? Man kann vieles so interpretieren, man soll vieles auch so interpretieren. Ja, und auch, dass, wenn sie vermeintlich gesiegt hatte, es dann nochmal aus der Finsternis kam und sie angriff und so. Das geht. Ooh. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Okay. Ein etwas anderes Rätsel als das mit den Runen bisher. Wir müssen jetzt einen Weg finden, all diese seltsam verschwommenen Puzzleteile, für die wir anscheinend noch weiter hoch müssen. Kann das sein? Die müssen wir perspektivisch eben so einfügen, dass sie da an diesem verschwommenen Teil perfekt das Gesamtbild eben ergeben. Und auch das hängt wieder total perspektivisch von mehreren Faktoren ab, für die ich bestimmt nicht Stunden brauche oder so. Hier war ein Tor und hier haben wir eine ganz, ach guck mal, ganz schöne Position. She can do it. She can do it. She can still see the secrets. Okay. She should think differently. So special. You can do it, Senua. She must see. She has the sight. She can see their secrets. Das war der erste Streich, ganz oben. Wir hatten noch zwei, glaube ich, ne? Zwei zerstörte Teile. Hier erkennen wir wieder gar nichts, vermutlich dann von der gänzlich anderen Seite. Es wird ein bisschen Lauferei werden, habe ich so im Gefühl. Aber wir müssen keine Rune erkennen, wir müssen nur zusammensetzen. Das ist wie früher so bügelperlenmäßig in im Hort oder in einer... Also die Vorschule, Grundschule, all solche schönen Sachen. Das heißt, wir dürfen uns jetzt immer nochmal umdrehen und gucken, ob sich hier irgendwie was ergibt. Aber in meinen Augen kann es doch eigentlich nur von oben funktionieren, wenn wir irgendwie auch die Brücke immer ins Gesamtbild einarbeiten müssen. Dann müssen wir doch immer irgendwie ein Stück weiter höher sein. Ansonsten kannst du doch diese Brückeneinheiten, der totale Fachbegriff, kann man sonst ja gar nicht sehen, als das, was sie sein sollen. Oder müssen wir vielleicht was anderes zusammensetzen und die Brücke ist nur ein Teil davon. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Oder tiefer. Oder tiefer. Das stimmt. Oder tiefer. Aber ich habe auch, wie gesagt, keinen Plan, was ich da sehe. Ich meine, es sind Brückenteile. Tiefer. Ich weiß nicht. Tiefer scheidet vielleicht auch aus. Wir gehen nochmal zurück. Wir gucken nochmal. Ah, beziehungsweise hier ging es ja auch hoch.
Seht ihr, man darf auch immer gar nicht die anderen Wege vergessen. Manchmal lohnt es sich zurückzugehen, ja, und genau das sind solche Punkte, die man eben wieder bis zum Geht nicht mehr interpretieren kann, deswegen ist das natürlich auch ein Game für mich. Schon mal die Lore-Playlist gehört? Wir hören erstmal noch was zum Drachen vermutlich. The Northmen say the world will come to an end. Oh. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Ah, man merkt, wir nähern uns unserem persönlichen Ragnarök. Ja, Lorsi, vielen Dank für deinen Sub, freue mich sehr. Das ist wiederum das Gegenteil von meinem Ragnarök. Muss auch sein. Muss auch sein. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, inwieweit es von unten eine Option ist, weil da sah es ja noch ungemütlicher aus als hier oben und das muss man erstmal schaffen bei diesem Ambiente. Aber ihr habt völlig recht, Perspektive, ja, sind immer mehrere Blickwinkel auch natürlich. Und da wären wir wieder beim interpretativen Ansatz. Okay. Gegner? Maybe? Nein? Das ist doch die Arena hier schlechthin. Okay. Ich will mich nicht beschweren, wir hatten ordentliche Kämpfe, gerade zum Anfang. Und da habe ich auch deutlich zu oft verkackt. Ich bin sehr gespannt auf unseren Endkampf. Wenn es denn einer ist, das Game lebt ja auch nicht von seinen Kampfelementen. Ach, gucke da! Ah, da sind wir. Da sind wir, wenn auch noch nicht ganz so. So. Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay. Und da drüben. Und da in der Luft ist auch immer noch was. Was war das jetzt für eine Fixierung? Diese Teile. Wo gehören die denn noch dran? Die verwirren mich gerade sehr. Da drüben müssen wir irgendwie noch hinkommen, würde ich sagen. Aber wie und wo, weiß ich auch noch nicht genau. Das finden wir gleich zusammen raus. Und die irritieren mich da sehr. Vielleicht noch irgendwelche extra Seile? Wir gucken mal. Hier noch irgendwas zum Drücken? Nee, so eine Eisenkette kriege ich, glaube ich, mit meinen Ärmchen nicht bewegt. Aber gut, bisher sah das ja in Ordnung aus. Umgezogen ins Wohnzimmer, da ist wärmer, Stream, Vollbild auf dem TV, Chat am Handy. Die Gönnung, oder? Geil, so geht Wochenende. Oh! Okay, war mein Instinkt doch nicht völlig falsch. Wir kennen doch unsere Verbrecher hier mittlerweile. Sehr, sehr gut. Und auf Wiedersehen. Ach nein, warum denn das Schild jetzt? Es fing doch so gut an mit uns hier. Es fing doch so gut an. Er ist ein bisschen langsamer, oder? Vielleicht hier schneller? Nein, er hat nur auf den Konter gewartet. Okay, zurück. Schön zurück. Wir lassen den Kollegen ein bisschen Land gewinnen. Bin mir nicht sicher, ob hier nicht noch gerade drei in den Schatten lauern oder so. Ich höre immer mal so ein Grunzen. Ich meine, das kann auch meine Katze sein. Muss aber nicht. Kann auch irgendein Totengott sein. Das ist immer die Gefahr dabei. Und ich will auch gar nicht jetzt hier auf den letzten Etappen rumexperimentieren. Sonst könnte man natürlich versuchen, in den Kollegen nochmal irgendwie reinzurennen. Ja, irgendwie sein Schild wirklich mit mehreren starken Folgeangriffen zu zerbrechen. Oh, Fokus. Ja, da sind wir. Darum extra aufgehoben. Zack. Weg mit dir. Da ist ein Axtwilli. Ach, euch kann ich gar nicht leiden mit euren 30.000 Schädeln aufdrücken. Aber das macht nichts. Auch den haben wir. Und der nächste. Und da haben wir jetzt auch die Runen, die wir bis eben vermisst haben. Überall. Und wir brauchen nochmal Fokus, wie es aussieht. Oder reicht es? Nein, hat gereicht. Okay. Das war gut. How will she do it? What will she do? How's she going to find his actual soul? Where does that keep? Das war strange. How will she get it? Well, she must bargain. No. She'll kill her. She cannot bargain with Hela. She's not strong enough to kill her. What is Hela? No one can bargain with Hela. What does Hela want? What can she give her? She could give her her own
all she has to give. She has a warrior soul. What more could she give? A cursed soul. Of course she is, no matter what she does. She can feel someone's climbing up her arm. She can fight her. She can fight her at Ragnarok. She's a warrior. She's come this far. Hela will want to fight her. Her soul is valuable. Hela will want her soul. Hela. In turn, she can take Dillian's soul and lay him to rest. Hela. Hela. She can get his soul back. She's so close to saving Dillian. She can do it. She just has to be prepared to fight for it. Few have come this far. What if she falls at the final hurdle? She won't. Then Hela will take both their souls. She will defeat Hela. It's all for nothing. If she doesn't save them, his soul will be eternally damned. No. He'll stay here forever. Being tortured. No. No. She'll stay here forever. She's stuck. Hela. She will join Dillian in Hela. There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see. Warum konnten wir es auch nicht als Brücke erkennen? Die Schweine. Okay. Ja, ich dachte mir, wir gucken mal, ne? Mal einen neuen Weg gehen. Und wenn das hinten der Eingang zu Hela ist, was ist dann das hier? Es ist verschlossen. Das ist unsere Rettungspassage vermutlich. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Cool, ich dachte, er redet jetzt noch eine halbe Stunde so weiter. Das war ja sehr apokalyptisch aufregend. Um Gottes Willen, Ragnarök. Ja, mit den Stimmen auch Wahnsinn, ne? Da haben wir schon mal hinterfragt, so ein bisschen, ist es wirklich besser, wenn die weg sind? Wie viel sind wir da noch von uns selbst, wenn die plötzlich verstummen, unterdrückt werden? Vermissen wir die vielleicht sogar? Dann sind sie auf einmal ganz positiv, sind auf der Seite von uns, dann wieder nicht, dann fallen sie uns in den Rücken. Also das ist... wirklich Wahnsinn, so eine Darstellung. Und jetzt wissen wir, wie Todesschwinge sich gefühlt haben muss, oder? Warum die Diener von den alten Göttern immer derart verrückt werden. Den haben wir jetzt hier aufgemacht, den Weg, ne? Von da drüben. Und hier geht's jetzt sicherlich hoch, um das letzte Puzzle zu lösen. Mal sehen, wie sie uns aufhalten wollen. Ich glaube, diese Frage hätte ich nicht in dieser Art und Weise formulieren sollen. Hier ist nämlich auch noch ein Runenstein. Ich hoffe, ohne dass jetzt wer das Tor zumacht. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Ja, das erklärt, warum es jetzt eben nicht weiter ging. Sie haben nämlich weitere Steine mit der Gesamtstory. Es beginnt schon zu donnern auch. Versteckt. Holla, gut, dass wir die Hälfte davon schon platt gemacht haben. Ne? Wird wohl nichts mit Ragnarök. Muss ausfallen. Wir testen trotzdem mal das Tor, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin. Ja, dass es nicht aufgeht, aber wir hatten vorhin auch irgendwie so einen kleinen Grafikbug, wo ich einfach durch so ein Eisentor marschierte. Da weiß ich auch nicht genau, was das war. Generell hatten wir... sehr überschaubare Bugs. Ja, leider auch einige, die dann in meinem Arm gegipfelt sind in dieser Verfärbung, weil irgendwas bis zum Laufen dann gar nicht mehr funktionierte. Was nicht nur an meiner S-Taste lag, aber insgesamt sehr erträglich, wenn nicht sogar mehr als nur erträglich gewesen bisher. Das ist ja auch immer ganz angenehm, ne? Wenn man nicht wegen einem Bug nochmal das ganze Game neu starten muss oder so. Bisher zumindest nicht.
Wenn der Typ seinem Kind eine Geschichte abends vorliest, wird das Kind nicht schlafen. Nee, das zieht dann in die Schlacht, Creeptroll. Das setzt dann seinen Helm auf und zieht glorreich nach vorne. Gegen wen auch immer. Oder was auch immer. Allerlei finstere Kreaturen kommen auf dem Schiff daher. Und hier wird es auch schon wieder deutlich dunkler. Aber eigentlich haben wir ja große Teile der Finsternis besiegt. Haben jetzt auch ein Ziel, sind sehr fixiert. Das merken wir auch, dass die Stimmen dann erloschen sind. Dann haben wir auch gelernt, wie schwer es ist, so ein Ziel zu finden und sich überhaupt zu fokussieren. Naja, wenn doch die Finsternis immer wieder um sich greift. So zum Beispiel. Holla, oh, der war gedreht. Das war ja mehr als nur Frechhörner, mein lieber Freund. Gut, dass er so doll zuhaut, dass er dann sich selber so ein bisschen lähmt. Dann können wir ja auch mal schön die dickeren Hits verteilen. Oh, wow, zwei? Euer Ernst? Nein, einer ist hier. Okay, sehr gut. Der holt er gleich wieder aus. Na komm, mein Schöner, ich bin da für dich. Wow, das war aber eine knappe Kiste. Zack. Einmal schön rein in den Rücken. Okay. Und dann gibt's hier gleich wieder. Oh, den dodgen mal lieber. Und schön die heftigen Hits. Und dodgen. Und nochmal. Komm, und einen noch. Haben wir. Oh, der nächste. Mit Schild. Ach komm, nee, für dich hauen wir jetzt hier Fokus raus, mein Lieber. Du gehst mir nämlich sonst viel zu sehr auf die Eier, muss ich leider sagen. Und du bist gleich der Nächste. Okay, wer will noch? Du bist auch noch dran. Come on. Zack. Noch jemand. Da ist er, unser guter nächster Freund. Die kommen ja aber auch wirklich. Ja. Huh. Das ist immer doch... Man rechnet schon damit. Wir sehen auch die Spuren des Kampfes. Sind die Spuren des Kampfes gerade verschwunden? Also, CSI dürfte hier schwierig werden in dem Setting. Habt ihr die Blutspuren gesichert? Nee, wir waren nicht nach 5 Sekunden am Tatort. Schwierige Kiste. Hübschen Hut, oder? Tolles Teamwork, auf jeden Fall. Nealota lässt grüßen. Und hier müssen wir jetzt, jawohl, das letzte Stückchen haben. Eine Illusion. Was verbergt ihr? Brücke voll oder fehlt noch was? Nee, oder? Also, das ist so eine Brücke, da würde ich jetzt rübergehen. Ganz ehrlich, und wenn ich das kann... Mit meinen zarten 100 Kilo, dann können wir das als nice Wikinger-Kriegslady natürlich auch problemlos. Müssen wir durch den ganzen Weg zurückgehen. Und wir haben nicht zum ersten Mal in der jüngsten Vergangenheit festgestellt, dass Backtracking manchmal auch eine Kehrseite hat. Dann ist es immer ein bisschen schwieriger zurückzukommen, zumindest lebend und in einem Stückchen. Aber wir setzen mal darauf, dass wir das alles ganz gut im Griff haben. Mein Arm juckt gerade. Und zwar die Art von Jucken, wo man denkt, da krabbelt gerade eine Spinne drüber. Kennt ihr dieses Jucken? Tut mir leid für alle, die jetzt auf dem Sofa sitzen oder so, schön mit der Decke und jetzt erstmal alles ausschütteln, weil sie genau dieses Jucken jetzt empfunden haben. Aber das ist, ich weiß nicht, warum der Körper sowas manchmal macht. Keine Ahnung. Und warum die Tür nicht auf ist, weiß ich auch nicht. Die muss doch auch, habe ich die verpasst? Ach, warte mal. Nee, da gucken wir jetzt nochmal fix. Nicht, dass wir die gleich brauchen und wieder irgendwo flüchten müssen. Die können wir von da aufmachen und irgendwie durchgehen, vermutlich, oder? Mal schauen. Mal schauen. Reuven, hallöchen. Grüße, Grüße. Und dann sind wir schon auf dem Weg zu unserem Endkampf. So, langsam, aber sicher. Ist sein Arm vielleicht auch schon so schwarz? Daher das Kribbeln, meinst du? Das könnte sein. Das könnte durchaus sein. Aber ich traue mich jetzt nicht mehr hinzugucken. Manchmal ist er so behaart, Mibio. Manchmal ist er so behaart, dass er so schwarz aussieht. Auch mit diesen Texturen und Strukturen. Das sind eine ganz lange, schwarze, einzelne Haare. Ja, Wahnsinn. Gut. Auch die Tür haben wir offen. Wir haben ja auch öfter mal Szenarien, wo wir einfach nur wegrennen müssen. Und all das nutzen, was wir im Vorfeld freigespielt haben. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, denn ich bin noch schlechter darin, vor Sachen wegzurennen, als gegen sie zu kämpfen. Und ich glaube, wir haben alles. Naja. Mal sehen, wie schnell ich vom Gegenteil überzeugt bin. Nemesis, grüß dich, hallöchen. Unser letzter Marsch. Oh! Oh, und Musik. Ich hoffe, hinter uns ist keiner. Und Schilde dazu. Warum denn Schilde? Warum Schilde? Das weiß niemand. Das wissen die Kollegen nicht mal selber. Wir versuchen es mit starken Hits, bevor die anderen bei uns sind. Aber auch das... scheint nicht so leicht zu laufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und wir warten einfach auf unseren Fokus, den der war nochmal ein bisschen zurück. Zack. Wir bleiben trotzdem im Fokus auf dem Kollegen oder wechseln wir auf den anderen? Schwierige Kiste. Oh, die Mucke, Junge. Da auf jetzt ein Metron. Wir haben
haben hier halt auch nicht den Platz, um die gut auszurangieren. Das ist halt wirklich sehr, sehr böse von allen Seiten aus hier. Und ich kriege auch meinen Fokus nicht voll. Ich muss vielleicht doch mal das Ziel wechseln, aber dann müsste ich mir die Blöße geben, dass ich sage, ich habe vergessen, wo das ging. Aber ich glaube, wir sollten dann vielleicht mal nachgucken. Um Gottes Willen. Steuerung, Schnellschlag, Ausweichen, Blocken, Z und C. Z und C. Alles klar, man kennt ihn. Tabulator ist nur was für Anfänger. Oh, das sah nicht so gut aus. Komm, wir gehen trotzdem hoch nochmal. Komm schon. So, und jetzt gibt es Rache für diesen Move. Ich komme nicht raus. Oder auch nicht, denn wir waren leider zu doll in der Ecke und haben auch keinen Fokus bekommen. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht völlig Game Over an der Stelle. Gehen wir nicht. Okay. Wait. Warum ist unser Arm jetzt weniger geworden? Sollte ich sterben? Nein. Das war einfach nur, dass sie uns so zurückgedrängt haben. Ah, das ist auf Englische ausgelegt. Ah ja, das erklärt es natürlich. Gut, das hatte ich die ganze Zeit nicht bedacht. Na gut. Dann sind wir jetzt besser vorbereitet. Auch wenn ich nicht genau weiß, wieso wir so langsam Fokus aufgebaut haben. Aber wie es so ist. Pass auf, dann switchen wir jetzt direkt mal das Ziel zu dem Kollegen. Und machen uns auch mal auf den Weg gleich hin. Und dann läuft das doch deutlich besser hier mit uns beiden, würde ich sagen. Oder hör mal auf jetzt zu parieren, mein Freund. Zack, hör mal kurz auf zu boxen. Auf Wiedersehen. Nummer 1, okay. Den kriegen wir so wieder nicht. Gehen wir zurück. Okay, jetzt mal nach vorne vielleicht. Nein, wieder in das Schild rein. Das gibt's doch nicht. Da, was ist denn? Also, das gibt's doch jetzt hier aber die richtige Seite. Junge, ich hasse diese Mobs wirklich. Die hab ich... Jedes Mal habe ich die mit vollem Fokus bekämpft. Aber der ist uns momentan nicht vergönnt. Jetzt schwerer Schlag. Komm, noch ein. Ah, sofort wieder geblockt. Das gibt's doch nicht. Ekelhafte. Ich bin noch sehr verwirrt von dem Tod von gerade eben, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie so hart verkackt habe, dass ich einen Easy-Mode aktiviert habe. Weil es ja jetzt auch nur zwei waren statt vier. Oder ob es wieder so ein Psychosending ist an der Stelle. Aber der ist schon sehr böse hier, der Kollege. Und ich mag den voll nicht leiden. Den werde ich nicht zu meinem Geburtstag einladen. Und auch nicht zu meiner Seelenrettungsfeier. Da ist er herzlich ausgeladen. Oh, ich habe nichts gesagt. Holla, mit Blutschrei. Ich habe nichts gesagt. Oh Mann. Uff. Wir haben immer noch keinen Fokus. Doch, haben wir. Na dann jetzt aber. Komm, wenigstens ein paar schnelle Hiebe, bevor er zu Kräften kommt, der miese Hund. Drehung ist da. Obacht, der geht rum. Und den haben wir auch. Okay, die nächsten. Muri, dankeschön für deinen Host. Hoffe, hat's eine nice Level-Session. Wir sind gerade auf dem Weg in die Hölle. Und ich habe dolle Angst vor meinen eigenen Skills. Sprechen die sich ab oder wie laufen die gerade? Die gucken sich ja an. Gottes Willen. Ah, schnell weg. Kommt noch ein. Jawohl, schön den Block gebrochen und auf Wiedersehen. Einwandfrei. Wow. Komm, den kriegen wir auch noch schnell, ja. Zack, aus der Drehung. Und einen noch. Komm, nach. Da habe ich wieder zu viel geholt. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber das sind die letzten Truppen, die uns von unserem Ziel trennen. Runter von der Brücke. Kriegen wir den mal noch schnell hier? Das sind ja nur noch zwei Hits. Jawohl, oh. Da kommen die nächsten in schöner Nebelform. Haben wir Fokus? Haben wir. Dann einmal rein. Okay. Scheint schon fast gewesen zu sein für den einen oder anderen. Das finde ich sehr nett. Ah, come on. Zack. Okay. Du bist auch schon fast hier, mein Freund. Du bist auch schon am Bluten. Wow. Und am geritzt werden. Der Schädelwilli ist ja am Eskalieren nebenbei. Holla. Und ich sage eben noch, die werden uns doch wohl nicht so eine super heftige Kampfpassage noch geben zum Schluss hier. Das machen sie doch nicht. Wow, und ich renne genau rein im Slow-Mo. Ich fasse es nicht. Da wirft er echt die Axt, bevor ich hier die E-Taste drücken konnte. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Oh, es sind zu viele. Es sind einfach wirklich sehr, sehr viele. Oh Mann. Okay, komm, den jetzt schnell hier. Stichangriff. Zack, weg mit dem. Jetzt komm, den müssen wir jetzt kriegen. Du musst jetzt dodgen, meine Güte. Du musst leider rollen. Es tut mir leid. Ich mag es auch nicht.
Ich mag es auch nicht, dennoch müssen wir es hinbekommen, wir beide. So, und aufpassen und den jetzt erstmal wegzimmern. Den dodgen Drehangriff. Zack und weg. Und wieder raus. Und an den jetzt noch ran. Komm. Und strong, strong. Jawohl. Okay, nur noch unser Schädel, Willi. Come on. Ach, der ist aber auch schnell, selbst im Fokus, wo alle geslowt sind. Aber wir haben's. Wow. Huff. Der war sahnig. Der war sahnig. Das ist ein Schlag, wo du den Schild wegboxen kannst. Den habe ich dann, wenn aber, bisher noch nicht gefunden. Bangende unsere Stimmen, weil sie ja auch an uns gebunden sind. Ja, war gutes Warm-up der Fight, oder? Für uns natürlich als eingespielte Wikinger-Königin kein Problem. Und das womöglich letzte Tor. What? What happens when she dies? What happens to us? What happens to us? We die too. Do we die too? We die too. I don't want to die. I don't want to die. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Why is she keeping on going? Stop. Senua, stop. What happens to us? Stop her. Why won't she stop? To die, she won't stop. 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 I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't want to die. Please stop. 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 You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. They are afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Puh. Oft sind die Szenen so krass, kann ich auch nichts weiter sagen als wow. Movie, das ist voll verständlich, mach es gut. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. Nichts mit Heilen der Tapferkeit, nichts mit Stargate. Oh, die Runen, die kennen wir alle. Sind drin. Mother. Don't be like this.
don't know why I'm setting you up. Turn away, Senor! He sees me. Do you see the darkness? Faces fear and suffering. You can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! Who? You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you, too. You understand, son? Madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Das ist einfach nur viel zu krass. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, sir. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me. Wow. Okay. Ein Finale. Mit allen Dunkelheiten, denen wir bisher getrotzt haben. Wow! Wir drehen dafür auch nochmal richtig auf, um zu zeigen, dass wir der Herr über unsere eigene Dunkelheit sind. Krass. Careful, Sam.
egal, wie viel sie uns entgegenwerfen. I can see through your darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Ah. Aber wie sollen wir hinkommen? Ah ja. Dem trotzen. You're making a mistake searching for Dillion. The same mistake that killed him in the first place. Trying to save you from yourself. You said that it is a lie. The plague of darkness, the butchering of Dillion by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua. Where is Dillion's soul if the darkness is a lie? How you saved him? He's here. I know he's here. Unsere Fäulnis wächst Dillion. Ebenfalls. I know you're here. Hold on. I'll find you. Das ist unser erster Boss sogar. Haben wir Chancen ohne Fokus? Bin mir nicht sicher dabei. Finden wir es raus. Wieder zwingen sie uns in die Knie. Immer wieder stehen wir auf. Als ob er uns trotzdem trifft in dem Moment. Come on. Dillion! Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillion is gone. Dillion is dead. Let him go now. I'm warning you. Or what? What can he do to me that you haven't already? Fight me. Come on. Ah, wer ein Schwert, das Götter töten kann, sollten alle sehr vorsichtig sein. You betrayed your own father. You betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look behind where you. That's got you. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. Es werden nicht weniger. Watch out. Behind you. Boah.
Bin mir nicht sicher, ob wir diesen Kampf gewinnen sollen. Bin mir auch nicht sicher, ob ich mehr in die Mitte angreifen sollte. Aber wir kämpfen weiter. Und er weicht aber auch zurück. Wir werden sehr scharf beobachtet. Let's go. Unser Fokus. So schnell erloschen. Doch nicht weniger. Können wir auf sie in der Mitte wechseln irgendwie? Können wir so lang durchtappen? Nein, wir schwächeln ja auch ständig. Ist auch gar nicht mehr in der Mitte davon abgesehen. Sitzt der jetzt hier irgendwo rum? Ich gehe mal stark davon aus, dass wir den Kampf nicht gewinnen können. Es wird nämlich langsam sehr, sehr dunkel. Wenn sie eins bewiesen hat, dann dass sie eine Kriegerin ist. Stellen wir gleich einen Kill-Rekord auf. Erinnert ein bisschen an Crisis Core Final Fantasy. Letzten Kämpfe mit Zack. Bin mir nicht mal sicher, ob es nicht sogar mehr werden.
you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him. No power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, Sarah. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness.
never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day, a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began.
Bioshock war so ein Ding, ja. Was hatten wir noch? Life is Strange, ja, diese ganze Telltale-Schiene, ja, mit Walking Dead und Co., auch da waren viele solche Momente, wo du am Ende dachtest, das war eine Reise, liebe Leute, eine, die sich gelohnt hat. Eine, die sich gelohnt hat. 7 Mental Health Advisors, muss man sich mal vorstellen, dass die nicht selber verrückt geworden sind, oder, als sie das erarbeitet haben. Krass. Ja, wir freuen uns natürlich noch über den Rest der Credits und schauen dann im Hauptmenü, was da noch Neues sein könnte. Ein weiterer Hinweis, meistens solche Zusatzszenen ja eher noch verwirrender als alles andere und überhaupt. Ne? Ich denke, das Game wird mich selber auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Zumal wir ja auch den zweiten Teil dann sicherlich zusammen auch spielen werden. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Morgen wieder regulär ab 16 Uhr online. Also die Grundaussage ist und bleibt ja circa 16 Uhr rum. Das kommt immer auf die ganzen anderen Projekte an. Ne? Wie läuft es mit den Hörbüchern? Was muss ich noch schneiden? Fehlt da noch ein Thumbnail? Was nehme ich noch auf? Ja, für die Doppel-Uploads auf YouTube und so weiter. Und wenn ich das alles fertig habe, dann werfe ich in der Regel den Stream ein paar Minuten nach kurz mal durchatmen an. Und das wird vermutlich morgen bei der Aufnahme des üblichen Trotz wieder eher 16 Uhr sein, aber das kann auch immer mal 17 Uhr werden, das kann auch immer mal 15 Uhr sein, ja. Aber 16 Uhr rum ist meist die Marke und das wird morgen, denke ich, dann auch so sein, ja, in Azeroth wieder. Das waren die Credits, das war Hellblade. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass.